Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part Let's Play For Story. Ja, wir sind zurück mit der Hauptquest diesmal. Level 24 haben wir im letzten Part erreicht. Und wir müssen mit Shootkar reden. Shootkar. Willkommen im Namen des göttlichen Shootkar. Ach, nochmal. Bestimmt wirst du mich eines Tages erkennen. Wohin müssen wir denn dafür? Da hinten hin. Na gut. Wie die wollen. Dann machen wir das auch noch schnell. Hip. Ob das weh tut? Au. Hab nichts gesehen. Wir sind gerade nicht gestorben. Nein. Ich renn falsch, oder? Naja, theoretisch nicht. Der zeigt mir sogar an, wo ich hinlaufen muss, weil ich gestorben bin. Naja. Ich bin natürlich nicht gestorben. Ich wollte nur testen, wie tief das ist. Bauchgletscher könnte wehtun. Ja. Passiert, kennt keiner was für. Wow, wir kriegen trotzdem Sterbe. Dann hätte ich mich auch da wieder überleben können, dann wären wir zumindest fast da gewesen. Was sind das für Gegner? Knolle. 24. Oh, riskieren wir doch mal den Kampf. Obwohl. Theoretisch. Nein, das ist zu. Schauen wir erstmal. Gehen wir einfach nur mal ein paar Long. Jetzt auch verwandelt mal sterben. Stopp, ich hab's nicht komischen Sterbe-Malus da. Gut. Leben gut, gut da. Ja, gut, doch, das geht eigentlich klar, glaube ich. Na komm, riskieren wir's. Wir müssen. Ja, und die Krippen erstmal direkt. Gib ihm, ey. Da oben lang. Ja. Na komm, noch einmal dann. Hat sich das Ganze. Also müssen wir in die Richtung. Hätte mir auch meiner sagen können. Ja. Machen wir jetzt noch schnell. Komm, sterb. Na, den auch noch. Sehr gut. Wir fressen auch schon ordentlich wieder an Schaden. Und ich gebe zu, die Mission ist dadurch, dass wir gestorben sind, etwas kniffliger. Kniffliger. Whatever. Noch schnell looten. Und weiter geht's. Kommt mit. Kommt mit, wir gehen nach da vorne. Hier. Verdammt, ich hab's fast geschafft. Na, gib mir mehr. Oh no.
Gares Gnollfleisch besorgen. Na gut. Machen wir schnell. Ja. Und zack. Dann nehmen wir die ganze Sache an. So wie sie angefangen hat. Ja, dann wird sie sterben. Zack, dass jeder von denen überlebt, ey. Ist wirklich daran, an dieses Nebenwirken vom Sterben? Wenn ja, ist das echt scheiße. Wir fressen auch viel mehr Schaden. Ich glaube, unsere Rüstung ist auch angeschlagen, die habe ich gerade erst repariert. Dann hätte ich ja mal ein paar mehr, ne? Ja. Oh, hier nicht abbrechen. Die Attacke durchführen. Sterbt. Meine Güte. Hey, wir haben einen Siegel gefahren. Merkwürdigerweise. Weißt du, wie der Tod sich anfühlt? Ausdauerintelligenz. Ja. Lol. Moment mal. So, jetzt stimmt alles. Ja, 24 Silber erbeutet. Ja, toll, danke schön, echt. Aber das Sterbezeug ist weg. Moment mal, stopp, die muss ich gar nicht töten. Vergiss den gerade unnötig. Mist, wir hätten doch da oben gehen raus. Deswegen. Leben auch so alles. Das heißt, theoretisch müssen wir noch ein Level aufsteigen, dann können wir sie alle so klatschen. Oder eventuell mal bessere Waffen kriegen. Naja, scheiß drauf. Den Versuch war es wert. Der Typ will kaufen eine Geschlechtsumwandlung, Leute, helft ihm. Ich mach das kostenlos. Wieder mehr Schaden. Immerhin etwas. Und wir könnten auch theoretisch einfach mal, ich habe so einen Schadenstrank gekriegt, oder nicht? Muss ich gleich mal nachschauen. Was ist dem geworden? Deine Mana-Punkte gezogen. Habe ich den in die Truhe getan. Verdammt. Kein Dokument Level 20. Sind wir reich. Ich weiß gar nicht, ob man die Dinge immer noch so gut verkaufen kann wie damals. Ich hoffe mal. Na klar, schauen wir, wie viele sterben. Dass ich das mit den Schadenstrank wieder auf die Bank gebracht habe, ne? Aber wir kriegen hier gerade ordentlich Zeugs in den Popo gesteckt. Kann nochmal direkt weitermachen. So, die da hinten will ich noch. Lang. Und der. Und der. Gut, dass hier das Problem auf dem Weg geht.
Münze des Enderers. Was auch immer die bringt. Ich finde sie cool. Dich will ich einfahren. Geht doch. Erledigen wir kurz die, dann holen wir uns Warman. Warman! So. Einmal gelootet. Und. Attacke! Geh nicht vorne hin, falls die anderen gleich respawnen sollten. Aber er hat mich gestunt. Assi. Ah, was mit deinem Stun, hä? Steckt dein Stun noch sonst wohin? Pisser. Wir schaffen ja doch ordentlich hier was weg. Das ist doch schon geil. Hat man gleich doppelt so viel Spaß. Gleich sind wir Stufe 25 und theoretischerweise könnten wir uns eine 34er bisschen runter upgraden. Ach, downgrade ist es, glaube ich. Aber wir machen das natürlich nicht. Unter anderem, weil wir es nicht können. So, die hier noch mitnehmen. Und dann haben wir die Mission. Können wir sie gleich abgeben? Wenn er sie jetzt entweder töten würde, sterbt bitte alle beim ersten Mal. Ja, jawoll. Geht doch. So, abgeben. Nach Blenheim. Das liegt da hinten. So, und wir machen den Autobahn an. Weil wir so cool sind, müssen wir uns mal bewegen dabei. Und unser Held reitet einfach mal so durch die Gegend. Hat ja teilweise auch Vorteile. Theoretisch könnte ich jetzt auf Klo gehen und ihr würdet es gar nicht merken. Ja, außer dieses komische Geschwätz im Hintergrund fehlt. Von der Stimme aus dem Off, aber sonst. Nein! Verdammt! Ich würde spätestens jetzt wahrscheinlich sterben. Ja, komm. Nein. Ah, oh, geht doch. Zum Glück. Uiuiui. Das war knapp. Wir haben ordentlich was zum Looten. War's das? Ja. So, weiter geht's. Ach, hier, hier. Tja, so schnell kann's gehen. Also ist diese Autorun-Funktion doch nicht so ganz toll ausgearbeitet. Und ich verstehe nicht, warum mein Akku immer noch total runtergeht. Vielleicht kriegt mein Handy schon wieder ab. Obwohl er am Laden ist. Das stimmt damit nicht. Ich habe meinen Akku kaputt gemacht. Er lädt auch nicht mehr voll. Aber ich will jetzt nicht mit meinen Problemen reden, von wegen Handy kaputt, Computer kaputt, alles kaputt. Bin viel zu faul, um sowas nachzugucken. Und es funktioniert ja alles noch, ne? Sonst würdet ihr dieses Spiel ja gar nicht sehen können. Aber hiernach werde ich, glaube ich, erstmal eine Aufnahmepause machen und ein bisschen rendern. Denn wir haben so extrem viel. Okay. Jetzt müssen wir uns wieder durchschlagen, was finden wir. Wir haben die 25 wahrscheinlich wieder, ja. Attacke. Aua. Ich habe ein Messer ins Gesicht geworfen. Wo ist denn der Kerl? Da können wir auch hier wieder hinfliegen. Ich merke jetzt in den höheren Leveln, wir machen doch etwas weniger Schaden, als ich doch die ganze Zeit eigentlich angenommen habe.
Na gut, machen wir es immer so. Ich werde jetzt erstmal einen kleinen Cut machen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Bis dann.